Silberfischbekämpfung mit Gel. Wie geht das denn? Hallo, ich begrüße dich zum ersten Teil unseres Online-Trainings Wie bekämpfe ich Silberfische mit der Gerobug Silberfischlösung? Da ich es überhaupt nicht mag, lange drum herum zu reden, lass uns direkt loslegen. Wie schon angekündigt, zuerst mal etwas Know-how über Borstenschwänze. Jetzt wirst du fragen, was sind denn Borstenschwänze? Eine berechtigte Frage. Das ist der Oberbegriff von den verschiedenen Fischchen. Die drei bekanntesten sind wohl die Ofenfischchen, die Papierfischchen und die Silberfischchen. Und glaub mir, die unterscheiden sich nicht in erster Linie durch ihre Ernährung. Ihre Namen haben sie wahrscheinlich durch ihr Aussehen oder ihre bevorzugten Lebensräume erhalten. Ofenfische lieben große Wärme, darum halten sie sich halt gerne an und um Öfen auf, zum Beispiel in der Bäckerei. Papierfischchen bevorzugen ein trockenes und warmes Klima, so wie es in Bibliotheken oder Museen vorkommt, wo teure Bücher gelagert werden. Und da sie diese dann durch ihren Schabefraß zerstören, hatten sie ruckzuck ihren Namen weg. Halt Papierfischchen. Und dann der Silberfisch. Er sieht eben in einigen Entwicklungsstadien richtig cool silbrig aus, was ihm wohl seinen Namen gibt. Diese drei Arten kommen in der Regel eigentlich nicht zusammen vor. Papier- und Silberfische schon mal eher, da es Überschneidungen in ihren Lebensräumen gibt. Die Ernährung jeder der drei Arten ist relativ ähnlich. Darum ist eine Bekämpfung mit unserem Ungeziefergel auf jeden Fall für alle drei Arten möglich. Befassen wir uns aber jetzt mit dem Silberfisch. Erst einmal vielen Dank, dass du dich für unsere Silberfischlösung entschieden hast. Bevor wir im zweiten Teil des Kurses auf die praktische Bekämpfung eingehen, hier die versprochenen Silberfisch-Infos. Sie sind nachtaktiv, die lieben Fischchen. Daher findest du sie meistens im Dunkeln bzw. nachts. Das bedeutet für die Inspektion, dass man sie besser abends, nachts oder wenigstens im abgedunkelten Räumen durchführt. Mit einem Alter zwischen 2 bis 8 Jahren gehören sie schon zu den langlebenden Insekten. Was bedeutet, dass das Problem einfach schon länger existieren kann. Für eine erfolgreiche Bekämpfung ist es wichtig zu wissen, was Silberfische fressen. Zu ihren Lieblingsspeisen gehören zum Beispiel stärkehaltige Stoffe, Kleister, Bucheinbände, Papier, Fotos, Zucker, Haare, Hautschuppen und Hausstaubmilben. Aber auch einige Stoffe wie Baumwolle, Leinen oder sogar Kunstfasern werden gefressen. Durch ihren Schabe- und Lochfraß können sie sogar Lederwaren und Kunstfasergewebe beschädigen. Fassen wir es einmal zusammen, eigentlich ist er ein Allesfresser. Interessant zu wissen ist, dass der Silberfisch bei niedrigeren Temperaturen Zucker und stärkehaltige Stoffe bevorzugt. Bei höheren Temperaturen, bei denen sie schneller wachsen und wo auch in erster Linie die Vermehrung stattfindet, benötigen sie Fette und Eiweiß. Sehr erstaunlich. Sie können bis zu 300 Tage, ja, du hast richtig gehört, bis zu 300 Tage ohne Fressen überleben. Ich finde das sensationell. Das heißt, wenn man glaubt, sie sind weg, kann es sein, dass sie sich nach kurzen oder langer Zeit auf einmal wieder melden. Das können Wochen oder Monate sein. Für die Bekämpfung musst du wissen, dass Silberfischchen es warm und feucht lieben. Darum findest du sie vor allem im Bad, Keller und Küche etc. Zwischen 20 und 30 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 80% und 90% fühlen sie sich besonders wohl. Darum verstecken sie sich halt in Ritzen, Fußleisten, Abflüsse, unter der Badewanne, halt überall da, wo Isolierung, wo leichte Wärme, oder ja, nicht ganz so warm, so 20 bis 30 Grad, hätte ich ja gesagt, und wo es halt eben auch feucht ist. Viele unserer Kunden fragen mich, wie kommen die Tiere überhaupt in meine Wohnung? Ganz einfach. Sie kriechen durch jeden noch so kleinen Ritz, durch jeden kleinen Spalt, durch undichtes Mauerwerk oder sogar durch Abflüsse, durch geöffnete Türen einfach in unsere Wohnung. Kaum sind sie eingezogen, fangen sie auch schon an, ihre Eier abzulegen. Natürlich nur, wenn der Lebensraum stimmt. Tagsüber findest du sie eher selten. Dann verstecken sie sich in kleinen Ritzen, hinter Tapeten, in Abflüssen oder auch in Rohrleitungen. Silberfische können ohne Probleme größere Strecken zurücklegen. Was eben bedeutet, sie können durchaus auch aus der Nachbarwohnung zu uns herübergelaufen sein. Kleine Randbemerkung, Silberfische übertragen keine Krankheiten. Sie sind halt nur ekelig und können echt extrem kleine Schäden an Materialien anrichten. Echte Schädlinge sind sie nicht, also sie sind keine Krankheitsüberträger. Sie fallen halt unter die Kategorie Lästlinge. Sie haben übrigens nur wenig natürliche Feinde. Ich kenne nur den Ohrwurm und die Spinne.
Die sind allerdings meistens nicht so erfolgreich bei ihrer Jagd. Also sie werden ihnen eigentlich nicht wirklich gefährlich. So, hier sind wir fast durch mit dem ersten theoretischen Teil. Vielleicht noch wichtig zu wissen ist, dass die Tierchen nach 4 bis 36 Monaten, ganz schön langer Zeitraum, geschlechtsreif werden, je nach Lebensraum und Umständen. Danach können sie sich allerdings das ganze Jahr vermehren. Und zum Schluss noch, die Silberfischweibchen können bis zu 100 Eier legen pro Jahr. Aber wichtig ist zu wissen, jedes Jahr. So, jetzt reicht's mit dem Wissen. Lasst uns mit der Bekämpfung beginnen. Treffen wir uns im zweiten Teil. Bis gleich.